Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen. Die gegenwärtigen Kita- und Schulschließungen und Spielplatzsperrungen bedeuten für viele Kinder viel mehr als nur den Ausfall von Schulunterricht. Viel mehr heißt es, dass viele Kinder gelangweilt sind, gestresst sind, aber auch mitunter sind die Eltern gestresst. Um dieser Langeweile und der Isolation etwas entgegenzuwirken, zeigen wir euch gleich, wie ihr zu Hause ein Schattentheater mit ganz einfachen Mitteln selber aufbauen könnt und wie ihr von zu Hause aus Schattentheater spielen könnt. Der Schattentheater-Workshop, den wir üblicherweise an unserem jüdischen Museum anbieten, verbindet die türkische Tradition des Schattentheaters mit den ostjüdischen Erzählungen über die Narren aus Chelm. Wir zeigen euch gleich, wie ihr mit ganz einfachen Dingen selbst ein solches Theater aufbauen könnt, die Figuren basteln könnt und eine ganz tolle Geschichte zusammenstellen könnt. Viel Spaß! Hallo, ich bin Vassili. Hi, ich bin Avi. Und wir zeigen euch jetzt, wie man die Bühne aufbaut. Für den Aufbau der Schattenspielbühne braucht es relativ wenig. Wir haben zwei Stühle verwendet, ein Leintuch als Leinwand und eine Lichtquelle, die von hinten das Leintuch anstrahlt. Jetzt zeigen wir euch die Figuren, die ihr für das Schattenspiel benötigt. Wir haben hier als Beispiel die aus dem Museum mitgebracht, die wir für Aufführungen verwenden. Man kann die aber auch viel einfacher selbst herstellen und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Alles, was ihr braucht, ist eine Zeichnung eurer Figur. Als Unterlage nehmt ihr Bastelfolie oder Pappkarton. Diesen befestigt ihr an Stäbchen, dazu kann man auch super Sushi-Stäbchen verwenden, eine Schere und Buntstifte zum Ausmalen. Wir haben euch jetzt zwei Beispiele vorbereitet, einmal den Kevin, der wegen Corona alleine zu Hause ist, und einmal Coroni, und wir werden euch jetzt zeigen, wie man die hinter der Leinwand einsetzt. Okay, am besten schaltet ihr das Licht im Zimmer aus, dass es so dunkel wie möglich ist. Dann die Lichtquelle hinter der Leinwand anschalten und die Figuren so dicht wie möglich an die Leinwand dranhalten. Ihr wisst jetzt, wie man eine Bühne baut und wie man die dazugehörigen Figuren bastelt. Nun fehlt nur noch eine schöne Geschichte. Eurer Fantasie sind dabei gar keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt überlegen, was ihr wollt und eure Figuren einsetzen, wie ihr wollt. Wir haben einige Themenvorschläge mitgebracht, zum Beispiel, wie können wir das Coronavirus am besten gemeinsam besiegen? Oder, was würde ich gern am liebsten in meiner schulfreien Zeit machen? Oder, Kinder und Narren an die Macht, wie würde ich am liebsten die Welt verändern? So, liebe Kinder, ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Lust machen auf das Schattentheater. Vielleicht seid ihr auch ein wenig neugierig geworden. Schreibt ein tolles Theaterstück, spielt es zu Hause. Vielleicht habt ihr Lust, eure Geschichten mit uns zu teilen. Vielleicht habt ihr auch tolle Handyvideos dazu gedreht. Wir freuen uns sehr auf diese spannenden Geschichten. Die besten Einreichungen werden prämiert. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Und wir freuen uns auf die zahlreichen Einreichungen. Einsendeschluss ist der 31. Mai. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß und viel Glück.